Haha, ich kontrolliere alle Träume und ich werde mich jetzt in alle Träume reinhacken können. Warte mal, was machen Sie da, Herr Professor? Oh mein Gott, er kann sich in alle Träume reinhacken. Was ist denn? Warte mal, alles gut bei Ihnen? Ja, tanze, tanze. Fassen Sie dann für ein verrückter Traum, Professor, ey. Und oh, hey, Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Und dann bist du auch ein Teil der Sentex Army. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, wir spielen heute den Traumsimulator hier in Roblox. Das bedeutet, alles, was ihr jetzt seht, ist in einem Traum und wir sind in diesem Traum hier gefangen von diesem verrückten Professor und er kann jetzt alle Träume voll uns kontrollieren und wir sind hier quasi in seinen Träumen gefangen und unsere Aufgabe wird es deswegen sein, seine Träume zu überleben. Oh mein Gott, okay, alles gut bei euch, ich bin sehr müde und voll, was träumen wir denn, Freunde? Wir träumen von einer Straße, okay, wir sind hier oben und hier fahren überall Autos rum und ich glaube, wir dürfen uns nicht von den Autos überfahren lassen. Oh Gott, kommt runter, was, von der Straße und was war denn da los, Freunde? Wir haben den ersten Traum schon mal nicht überlebt. Das kann ja nicht sein. Hahaha, ich kontrolliere alles. Alle Autos. Überfahrt sie. Keiner wird meinen Horrortraum überleben. Das kann ja wohl nicht sein, Freunde. Wir haben es tatsächlich nicht geschafft. Obwohl wir oben drauf standen, wurden wir einfach von einem Auto überfahren. Da sind wir auch schon im nächsten Traum angekommen. Und ich hoffe, diesmal wird es auf jeden Fall besser laufen. Und wow, schaut mal, ein iPhone ist hier, Freunde. Okay, in welchen Traum sind wir jetzt angekommen? Was hat dieser verrückte Professor jetzt schon wieder gemacht? Wir sind auf jeden Fall ultra klein, ey. Alter, wir sind ja wirklich richtige Winzlinge. Wir sind so groß wie diese Topfpflanze. Und was müssen wir jetzt überleben? Vielleicht wird hier irgendein bösen Killer oder so beschwören. Und warte mal, was ist das denn? Hey, Kollege. Hey, was ist das denn da? Einfach so ein Poster. So, wir sind jetzt auf jeden Fall hier in dieser Schüssel drin. Und alles ist wirklich überdimensional groß. Wir sind hier in dieser Küche. Oh, was passiert jetzt? Sieht irgendwie nicht so gut aus. Alles gut da oben bei dir, Kollege? Oh nein. Komm lieber ganz, ganz schnell runter. Und alles ist hier rot. Irgendwie ist irgendwas nicht so gut gelaufen. Ich hoffe, wir werden diesen Traum auf jeden Fall im Vergleich zum anderen Traum überleben. Leute, was macht ihr? Und wie sind die da hochgekommen? Warte mal. Können wir auch einfach in den Kühlschrank hier reingehen? Wir probieren es mal aus, in den Kühlschrank hier reinzugehen. Und wir sind jetzt im Kühlschrank. Okay, so lustig ist es doch nicht, Freunde. Es ist mehr als kalt hier drinnen. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall hier ganz, ganz oben angekommen. Okidoki. Und was müssen wir jetzt hier als nächstes in diesem Horrortraum überleben? Ich weiß nicht, geht es schon los oder irgendwie? Warte mal, was ist das denn dort drüben? Schaut euch das mal an. Jetzt ganz, ganz schnell. Alle aus dem Weg. Ich muss hier eine perfekte Aufnahme hier machen für meine Freunde hier. So, ganz, ganz schnell. Und schaut euch das mal an. Oh Gott, schnell, schnell, schnell. Es ist Lava. Die Lava kommt immer und immer näher. Leute, rennt um euer Leben. Und oh Gott, wir werden umzingelt von der Lava. Wo müssen wir hin, um den Traum zu überleben? Was passiert hier? Oh Gott, das Baby. Nein. Oh Gott, wir sind jetzt hier genau in der Mitte von allen Seiten oder sowas. Oh Gott, die sind unten. Okay, die kommen auch runter. Ganz, ganz schnell. Und haben wir es geschafft? Ich glaube, wir haben es überlebt. Und oh, der hat es nicht überlebt. Sehr, sehr gut, Freunde. Den Traum haben wir endlich mal überlebt, ey. Oh mein Gott, ey. Beim ersten Mal direkt rausgeflogen. Ja, da guckst du. Ja, ich habe den Traum wirklich überlebt. Du glaubst mir nicht. Hier ist der lebendige Beweis. Ich lebe noch. Oh mein Gott, Freunde. Aber schreib auch mal jetzt gerne in die Kommentare. Was war eigentlich mal dein verrücktester Traum, von dem du geträumt hast? Das würde mich mal super doll interessieren. Und wenn du die nächste Nacht deinen besten Traum der ganzen Welt träumen willst, dann lass das Video genau jetzt gerne einen Daumen nach oben. Also alles Like, Freunde. 3, 2, 1 und jetzt einen Daumen nach oben. Und danach wirst du was super Gutes träumen die nächste Nacht. Wirklich. Ja, es klappt wirklich. Okay, dann würde ich sagen, was tippt der verrückte Professor jetzt ein? Was für ein Traum wird jetzt kommen? Und oh, schaut euch das mal an. Wir werden gleich von einem Bällebad oder irgendwie sowas träumen. Oh, das sieht auch interessant aus. Und ab geht es. Da sind wir schon mal drin. Und wow, was ist das denn hier? Yeah, wir spielen Fußball mit dieser Seifenblase. Okay, was gibt es hier drin? Hier kann man reingehen. Oh Gott. Nein. Ich will hier raus. Ich will einfach nur raus, Freunde. Das war keine gute Entscheidung. Oh nein. Kommt da raus. Wir alle auch reingegangen sind. Mir wurde ja total schlecht. Aber ich glaube, hier gefällt es mir schon mal besser. Und Error, Noob-Modul, Power-Overload. Warte mal. Es ist irgendein Error passiert. Und warte mal. Der Traum. Was passiert mit dem Traum? Das bedeutet, die Power vom Traum wird verdoppelt. Oh Gott, die ganze Energie. Wir haben viel zu viel Energie hier drinnen. Und das bedeutet, oh nein, wir müssen das jetzt irgendwie überleben. Und wieso ist alles dunkel? Leute, alles gut. Was macht ihr da drin? Oh, mir wird ja schon beim Ansehen schlecht, ey. Wir schauen mal lieber weg. Aber was sollen wir machen? Wir laufen einfach mal hier drum. Das ist wirklich, glaube ich, nie ein Albtraum, wo wir gerade sind.
Oh Gott, was ist das denn? Ein Krebs, der die ganze Zeit springt. War der schon die ganze Zeit da, oder? Warte mal und... Ach, wir sind unter Wasser. Jetzt verstehe ich es erst. Freude, habt ihr es gecheckt? Ich glaube, wir sind unter Wasser. Die ganzen Blasen sind auch hier. Und deswegen ist auch der Krebs da. Oh Mann, aber welche Katastrophe müssen wir jetzt als nächstes überleben? Wir bleiben einfach mal hier stehen und... Oh Gott, der Krebs. Ich glaube, wir müssen vom Krebs abhauen oder irgendwie sowas. Ganz, ganz schnell. Warte mal, was ist hier? Und... Nein! Was war das denn? Ich habe das gar nicht gesehen, aber irgendeine schwarze Wand oder irgendwie sowas, die, oh Mist, immer kleiner wurde. Freunde, es ist ja total dunkel hier. Ich habe einfach wirklich gar nichts gesehen. Ach Mist, und Mr. Krebs, ja, den Traum habe ich auch nicht überlebt. Mist. Hahaha, der nächste Traum wird es in sich haben. Keiner wird meinen nächsten Traum überleben. Ihr werdet alle sehen. Hahaha. Okidoki, da bin ich mal wirklich sehr, sehr gespannt, was der Professor jetzt hier für einen Traum programmiert hat. Da bin ich mal wirklich sehr, sehr gespannt. Und ob wir das Ganze überleben, Freunde, drückt mir wirklich die Daumen. Und wow, ein Motorrad, wo sind wir denn hier? Irgendeiner Werkstatt oder so. Und wow, das ist so ein Monster-Truck oder so. Oh mein Gott, hey, die Räder sind ja größer als mein Gehirn, ey, was ist denn da los? Und die fahren sogar die Autos. Warte mal, können wir da einsteigen, Freunde? Ganz, ganz schön. Ich will auch ein Auto haben, Leute. Ich nehme das Pinke und nein, überall sind schon Leute drin. Kann jemand aussteigen? Egal, dann fahren wir einfach hier mit. Wie cool ist das denn? Wir können hier einfach in unserem Traum hier mit den Autos fahren. Und oh, einer ist ausgestiegen. Das ist unsere Chance. Und noch einer ist ausgestiegen. Und ab geht es ins Auto rein. Yeah! Na, Leute. Boom. Aus dem Weg, ey. Falsche Richtung. Oh, wow, 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 wow. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hallo? Irgendwie, ich glaube, das Auto ist kaputt. Freunde, was war denn da los? Aber ich will am liebsten hier weg von diesem Monster-Truck. Irgendwie sieht das schon sehr, sehr gefährlich aus, muss ich sagen. Mein Auto ist kaputt. Ich gehe lieber mal zu den anderen. Weil diesmal will ich wirklich den Traum überleben, Freunde. Daumen nach oben, wenn du auf jeden Fall auch willst, dass wir den Traum hier überleben. Vor einem verrückten Wissenschaftler. Und oh, da passiert irgendwas. Ich glaube, kommt wieder Lava oder sowas. Und oh, da oben. Ich glaube, es kommt tatsächlich irgendeine Lava oder irgendwas Giftiges oder so. Und wir dürfen auf gar keinen Fall reinlaufen. Okay, okay, okay. Renn, renn, renn. Am besten, wir stehen hier in der Ecke oder so. Ich glaube, diesmal kommt das nur von einer Richtung. Nein, von da auf, Freunde. Kommt es von hier auch? Wir schauen mal ganz, ganz vorsichtig. Sieht aber bis jetzt noch in Ordnung aus. Wir bleiben einfach hier stehen. Und was geht denn da? Das ist hier wirklich ein Albtraum, mit dem wir hier träumen. Und ja, komm doch schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und tschüss. Ja, ganz, ganz schnell hier wegrennen. Wow, die gehen alle in den Lüftungsschacht. Das ist ja übelst die krasse Idee, Freunde. Ab geht es, ab geht es, ab geht es. Wir gehen jetzt auch sofort nach oben. Ich hoffe, hier drin sind wir sicher in diesem Lüftungsschacht. Komm schon. Und sehr, sehr gut. Und, ich glaube, ich überlebe hier tatsächlich, oder? Ich glaube, das ist ja ultra der gute Tipp. Und, oh, 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 nein, 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 nein. Ah, Leute, 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 was macht ihr da? Das wäre total knapp. Aber ich glaube, oh, hier kommt auch noch die Lava. Wir sind hier, glaube ich, sehr sicher. Und ich glaube, Freunde, haben wir es geschafft? Wir haben es geschafft. Alles ist wieder normal. Der Wissenschaftler oder dieser Professor hat es nicht geschafft, uns mit diesem Traum zu töten. Easy peasy. Na, du Loser, da sind wir wieder. Wie kann das sein? Ach, Mist. Ihr werdet schon alle sehen, der nächste Traum wird es noch krasser und noch krasser. Ich werde mich immer mehr in die Träume kontrollieren und reinhacken können, dass er nie wieder aus diesen Halbträumen rauskommen wird. Okay, okay, da bin ich mal gespannt. Rede nicht so viel, mach mal lieber hier einen krassen Traum. Oh Mann, ey, der programmiert die ganze Zeit hier Träume und... Okay, das sieht wirklich krass aus. Was ist das denn? Ein riesengroßes Haus. Warte mal, waren wir schon in diesem Haus? Nee, ich glaube nicht. Freunde, wir haben hier ein Hochbett, das ist hier riesengroß. Ja, ihr schaut richtig. Viel Spaß mit meinem nächsten Horror-Albtraum. Hahaha. Okidoki, da bin ich jetzt mal wirklich sehr, sehr gespannt, was hier dieser verrückte Wissenschaftler als nächstes gemacht hat. Und ich glaube, hat mir das schon, Freunde, ich weiß. Nee, ich glaube, wir hatten auch so ein kleines Zimmer gehabt, aber ich glaube nicht das gleiche. Aua, den Kopf gestoßen, das war's mit mir und zack, wir springen aufs Sofa, Freunde. Wir sind jetzt hier im Waschbecken drin und ab geht es auf den Tisch. Nee, das ist wirklich eine andere Map. Vorher war hier so ein Blumentopf oder sowas, wo man reingehen konnte und jetzt gibt's hier ein Laserschwert und was ist das denn? Ein Staubsauger. Schaut euch das mal an. Hey, Kollegen, ich will auch da drauf. Yeah, jetzt sind wir alle auf diesem Staubsauger drauf. Was ist denn da los? Das ist wirklich hier zu lustig. Also bis jetzt ist der Albtraum... Oh nein, gut. Nein. Am besten nicht in die Ecke gehen, Freunde. Wir haben immer gelernt, es wird Lava oder sowas kommen. Und wir dürfen niemals in die Ecke gehen. Es wird auf jeden Fall wieder rot. Ich würde sagen, wir gehen am besten hier... wo sollen wir hin? Auf die Couch oder auf den Tisch oder so. Hey, kommt da vom Staubsauger runter. Ihr seid doch lebensmüde. Ihr werdet das so nicht überleben. So, wir gehen mal hier vorsichtig drauf. Okay, und...
Die Lava kommt wieder, Freunde. Von wo kommt sie? Okay, die kommt von da. Wir müssen jetzt eine perfekte Position finden. Leute, ich vertraue euch. Los, fahrt uns in Sicherheit. Was ist denn da los? Das ist wirklich hier zu lustig, ey. Oh Gott, von was träumen wir immer? Wir träumen immer von dieser bösen Lava. Und eines Tages wird uns die böse Lava auffressen. Oh ja, das ist wirklich ganz gar nicht gut. Sie kommt, rennt. Was macht der Kollege da? Hey, die wollen mich reinschubsen. Ich glaub's nicht. Habt ihr das gesehen? Die wollen mich in die Lava reinschubsen, Freunde. So. Oh nein. Geh runter. Oh, nein, der Staubsauger hat es nicht überlebt. Mist. Aber, Freunde, dafür werden wir jetzt das Ganze hoffentlich überleben. Oh nein, von da kommt auch die Lava. Wir bleiben einfach mal stehen. Nein, Freunde, das kann nicht sein. Wieder kommt sie doch. Wir gehen bis in die allerletzte Ecke rein und wir haben es geschafft. Oh Gott, wie knapp war bitte dieser Traum, ey. Auch diesen Traum haben wir ohne große Probleme überlebt. Na, du Loser-Wissenschaftler? Wie sieht's jetzt aus? Wir kommen aus jedem Traum wieder heilend zurück und yeah, jetzt fahr ich das Ding. Tüdüt. Nein, kommt alle aus dem Traum wieder raus. Wie kann das sein? Ich habe doch alles perfekt eingestellt. Einen letzten Traum habe ich noch für euch. Und jetzt muss ich wirklich mein Bestes geben, dass ihr diesen Traum nie überleben werdet. Oh Gott, Freund. Okay, einen letzten Traum hat er und... Nein, das war der Traum vom Anfang. Ja, diesen Traum hat am Anfang schon keiner überlebt. Und diesmal wird es auch keiner schaffen. Alle Autos werden euch überfahren. Okay, Freund, ich glaube, diesmal sind wir schlauer geworden. Ich hoffe, wir werden den letzten Traum auch vom Horrorwissenschaftler hier überleben. Okay, es ist wieder die Straße wie am Anfang. Nur diesmal werden wir nicht sterben, Freunde. Drückt mir wirklich jetzt alle die Daumen. Wir dürfen jetzt bloß nicht überfahren werden. Viel Spaß in meinem nächsten Horror-Albtraum und viel Spaß mit den Autos. Alle werden euch überfahren. Das glaube ich nicht. Das glaube ich auf gar keinen Fall, dass sie uns überfahren werden. So, wir sollten jetzt genau wieder im Traum drin sein. Okay, Leute. Wie sollen wir das jetzt am besten machen? Können wir irgendwie hier reingehen oder sowas? Nee, das geht nicht. Aber wir müssen, glaube ich, nach oben, weil ansonsten werden wir tatsächlich überfahren. Leute. So, einer nach dem anderen. Wir gehen jetzt ganz vorsichtig. Oh Gott, ab nach oben. Wo sind die Autos? Hey, jetzt mach doch mal hin da vorne, ey. Meine Güte. Was macht die denn da stundenlang die ganze Zeit? So, wir müssen jetzt ab... Oh, nach oben gehen. Komm schon. Und okay, hier sind wir auf jeden Fall angekommen. Sind wir hier sicher, ist die Frage. Vor den Autos, ich glaube, sie werden gleich jeden Moment kommen. So, wir gehen mal vorsichtig hin. Und nein, ich glaube, das Mädchen wird es nicht überleben. Los, du Professor, wir sind im Traum drinnen. Viel Spaß mit meinen überfahrenen Autos. Friss das. Oh nein, das sieht ja schrecklich aus. Die Autos, die bringen alles zum Einstürzen. Oh nein, ich glaube, es ist mehr Glück als alles andere, wo die Autos überfahren werden. Nein, Freunde, wir bleiben jetzt einfach hier stehen und... Nein, oh nein, das kann nicht sein. Alles ist eingestürzt, Freunde. Oh, ich hab's euch doch gesagt, ihr werdet's niemals überleben. Schnell, Freunde, runter von der Straße. Wir haben es gerade... Nein, noch so geschafft. Wir sind jetzt hier... Oh mein Gott, oben drauf ist es gerade eingestürzt. Habt ihr das gesehen? Wie knapp das einfach war? Los, meine Autos, überfährt sie. Oh Gott, ey, was ist denn mit dem los? Oh nein, Freunde, nicht, dass es zum Einstürzen bringt. Das war nochmal wirklich sehr, sehr knapp. Freunde, wir sind wirklich den überfahrenen Autos gerade noch zu entkommen. Wie knapp war das bitte gerade? Nein, das nächste Auto kommt. Nein, und... Oh Gott, habt ihr das gesehen? Wir müssen hier stehen bleiben. Alles oder nichts. Bitte, lass uns diesen Horror-Albtraum bitte jetzt ein letztes Mal überleben. Das kann ja wohl nicht sein. Komm schon. Und jawohl, wir haben auch diesen Traum überlebt. Ich hab's euch doch gesagt. Yeah. Das kommt davon, du böser Wissenschaftler. Wir haben es jetzt auch geschafft. Aber ich denke mal, Freunde, das soll es gewesen sein. Wir waren auf jeden Fall jetzt mal einen ganzen Tag lang hier in dieser mysteriösen Traumwelt gefangen und haben es probiert, alle Träume zu überleben. Und wir haben es sogar mit Bravour gemeistert. Sehr, sehr gut, mein guter alter Traumfreund. Und da würde ich aber sagen, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santex-Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüssi.